Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Ein herzliches Willkommen zum dritten Vlog zu unserer großen Sommertour 2022. Wir sind kurz vor den Toren von Stockholm und fahren gerade auf den Campingplatz von Bredäng ein. Der Platz ist eigentlich schon voll. Nur noch wenige Plätze ohne Strom verfügbar. Aber das ist ja kein Problem für uns. Und recht schnell haben wir einen Platz für uns gefunden. Also dann, bis morgen. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the. Wir schreiben Donnerstag, den 4.8.2022. Heute geht es nach Stockholm hinein. Unser Wohnmobil bleibt am Campingplatz stehen. Die 700 Meter bis zur U-Bahn-Station von Bredäng, die laufen wir. Das Wetter stimmt hoffnungsvoll. Strahlenblauer Himmel mit ein paar Wölkchen. Bis zu 28 Grad sollen es werden. Das ist angenehm warm. Etwa alle 10 Minuten fährt eine Bahn in Richtung Innenstadt. Die Fahrt dauert etwa 17 Minuten, also nicht wirklich lange. An der Haltestelle Gamlastan verlassen wir die U-Bahn und beginnen mit unserem Stadtbummel durch die Altstadt Stockholms. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Ritterholmen ist unser erstes Ziel. Dort ist die Ritterholmen Kirche zu finden, in der die schwedischen Könige begraben liegen. Okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Wir sind an der Kirche angekommen. Auf einen Besuch des Inneren verzichten wir. Vor 15 Jahren waren wir schließlich schon einmal da drinnen. So verlassen wir Ritterholmen und kommen zum Ritterhuset. Hier wurden früher die Nobelpreise vergeben. Und jetzt geht es auch schon direkt in die Altstadt, also nach Gamlastan. Während wir durch die Gassen schlendern, noch etwas in eigener Sache. Meine Vorstellung, wöchentlich ein bis zwei Filmchen zu bringen, die ist nicht haltbar. Alleine mit der täglichen Sicherung von zig Gigabyte Video- und Fotodaten, da geht viel Zeit ins Land. Blog auf der Homepage, in Facebook und für Freunde und Verwandte in WhatsApp schreiben, benötigt zu viel Zeit. Das Filmeschneiden am Laptop mit einem kleinen Bildschirm ist zudem eine ganz andere Herausforderung als zu Hause am großen PC. So hoffe ich, bei euch auch auf entsprechendes Verständnis zu stoßen. Denn verschoben ist ja nicht aufgehoben. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side.
okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Aber jetzt sind wir am königlichen Schloss angekommen. Hier findet gerade die Wachablösung statt. Mit ein paar Bildern zeigen wir euch noch ein paar weitere Stationen des Tages. Die U-Bahn bringt uns problemlos zurück nach Peding. Hinter uns liegt ein langer Tag. Über 8 Stunden sind wir nun auf den Beinen und wir haben noch die 700 Meter zurück zum Campingplatz vor uns. Mit der Rückkehr zum Campingplatz endet dieser Teil der Serie. Weiter geht es demnächst dann mit Vlog 4. Wir hoffen, euch hat es ein wenig gefallen. Über ein Gefällt mir, da würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann werdet ihr auch über Neues informiert. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst. Tschüss.